Die Logi-Diät. Vielleicht bist du im Internet auch schon mal darüber gestolpert, was das genau ist, für wen das sinnvoll ist und wie du es machst, erfährst du jetzt in diesem Video. Die Logi-Diät wurde kreiert, geschaffen, entwickelt, sag dazu, wie du möchtest, von Dr. Nikolai Worm. Fangen wir doch einfach damit an, was die Logi-Diät eigentlich überhaupt ist. Logi ist die Abkürzung und steht für Low Glycemic and Insulinemic, also auf Deutsch ganz einfach gesagt, niedriger Blutzucker und Insulinspiegel. Und wofür ist die Ernährungsweise nach Logi gut geeignet? Logi ist auf jeden Fall für alle Menschen gut geeignet, ist sehr gut geeignet, die übergewichtig sind und bis heute sich relativ wenig bewegt haben und auch jetzt nicht so, vielleicht noch nicht die mega Sportskanonen sind und denen Sport jetzt auch nicht so mega viel Spaß macht. Denn durch die Logi-Ernährung, ich zeige dir nachher auch gleich noch eine kurze Pyramide, wie das ernährungsmäßig aufgebaut ist, hast du halt eben sehr wenig Schwankungen und sehr wenige Blutzuckerspitzen und somit wird auch dein dein körpereigenes Hormon Insulin sehr gut in einem natürlichen Level gehalten, was einfach die Körperfettreduktion unterstützt. Auf jeden Fall ist es wichtig, nicht nur einfach die Logi-Diät zu machen oder sich nach Logi-Rezepten zu ernähren. Davon wirst du natürlich nicht automatisch schlanker, nur weil du Logi machst. Wichtig ist natürlich auch hier, dass du Kalorien einsparst, das heißt weniger Energie zu dir nimmst, als du verbrauchst, sonst wirst du an Körperfett auch nicht verlieren. Aber genau das fällt durch Logi vielen einfacher, das Kaloriendefizit beizubehalten. Warum? Weil bei der Logi-Diät die Basis einfach Obst und Gemüse ist und vor allem Gemüse. Und das hilft dir einfach dabei, viel Volumen in deinen Körper zu bringen, viel Faserstoffe, deine Verdauung auch anzuregen, dich länger zu sättigen. Und einfach diese Basis der Pyramide mit Gemüse und Obst hilft dir einfach dabei, einfach das Kaloriendefizit einfacher aufrechtzuerhalten. Jetzt hat mich hier dieses Bingeling hier aus dem Konzept gerissen. Ja, und dann gibt es halt eben weitere Stufen, dann kommt eben auch Fleisch und Fisch, dann kommen halt eben auch ein paar Getreideprodukte und Fette und Öle und so weiter und so fort. Ich blende dir das vielleicht hier auf der Seite ein. Aber das Wichtigste ist halt einfach, dass du einfach guckst, dass du halt mehr Gemüse und mehr Obst isst. Und das ist der Grund, warum ich die Logi-Diät halt einfach sehr mag, sehr weiterempfehle, weil diese Ernährungspyramide ein bisschen anders ausschaut als die uns sonst so empfohlene Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich verlinke dir unterhalb dieses Videos einfach mal ein Video, wo ich ein bisschen was erzähle über was Low Carb überhaupt ist. Das ist vielleicht ganz interessant auch für dich, denn Low Carb bedeutet nicht immer gleich No Carb. Speziell geht es mir jetzt um die Menge an Kohlenhydraten und das ist bei der Logi-Ernährung halt ganz cool. Du kannst da durchaus mal 100 bis 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen. Natürlich vorzugsweise aus Linsen oder Bohnen. Oder auch mal Reis oder sowas, ja. Aber es geht einfach nur darum, die Menge an Kohlenhydraten einen Ticken runterzuschrauben, als wenn du es sonst gemacht hast. Schau dir vielleicht einfach mal die Sachen, die ich dir unterhalb dieses Videos verlinkt habe, einfach mal an. Da habe ich dir ein paar Links reingepackt zu ein paar Büchern, ein paar Rezeptbüchern. Sind wirklich sehr, sehr, sehr coole Rezepte auch dabei. Auch viele, die relativ schnell gehen. Man kann auch backen und Plätzchen machen nach Logi. Das ist alles möglich. Man findet halt einfach nur coole Alternativen zu sonst halt eben Zucker und anderen großen Mengen an Kohlenhydraten. Um das einfach kurz zusammenzufassen, ich kann die Logi-Ernährung wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Die Logi-Ernährung basiert auf ganz normalen Nahrungsmitteln, die du auch im normalen Supermarkt eben kaufst. Du musst nicht irgendwie für jedes Gericht irgendwelche speziellen, krassen Lebensmittel dir anschaffen oder ganz spezielle Sachen anschaffen. Also es ist meiner Meinung nach halt sehr praktikabel. Natürlich musst du dich ein bisschen verändern, wenn du bis jetzt nicht viel gekocht hast. Wenn du dir halt ein paar Sachen zubereiten magst, dann musst du halt einfach anfangen, auch das ein oder andere dir einzukaufen oder halt eben zu kochen.
Aber du willst dich ja verändern und dementsprechend musst du auch andere Taten sprechen lassen. Wie gesagt, check einfach mal die Links unten in der Videobeschreibung aus. Sehr gerne auch einen Daumen hoch, wenn ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte und aufklären konnte, was die Logi-Diät ist, für wen sie geeignet ist. Und schreib mir auch gerne in die Kommentare unten rein, wenn du dich nach Logi ernährst, was deine Erfahrungen sind, wie es für dich funktioniert hat, was deine Lieblings-Low-Carb- oder Logi-Rezepte eben auch sind. Schreib mir das alles unten in die Kommentare rein und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich bin Coach Paul und Fitter, Stärker, Sexy beginnt zwischen deinen Ohren.